Ich werde von meinen Patienten in meiner Praxis immer wieder gefragt, ob sie bei ihrer Erkrankung Cannabis auf Rezept erhalten können. Cannabis wird jede Menge medizinischer Wunderwirkungen zugeschrieben. Allerdings ist der Nutzen nur für einige wenige Anwendungsgebiete auch tatsächlich belegt. Dafür sind dann in der Regel Präparate auf der Basis von Cannabis als reguläre Arzneimittel zugelassen. Über diese zugelassenen Anwendungsgebiete hinaus wird Cannabis im Internet allerdings auch für die unterschiedlichsten Krankheiten angepriesen. Nicht immer lassen sich starke und chronische Schmerzen gut in den Griff bekommen, etwa bei Rheuma oder bei Nervenschäden. Kann dann Cannabis helfen? Klingt irgendwie verlockend. In diesem Video erfahren Sie, was man über die Wirksamkeit von Cannabis-Arzneimitteln weiß und für wen sie in Frage kommen können. Und Sie erfahren auch, mit welchen Risiken man bei der Einnahme von Cannabis-Arzneimitteln rechnen muss. Herzlich willkommen! Cannabis ist nach Alkohol und Nikotin das weltweit am weitesten verbreitete Suchtmittel. Die Cannabispflanze gehört zur Gattung der Hanfgewächse. Ihre Inhaltsstoffe haben eine Vielzahl von Wirkungen auf den menschlichen Körper. Während Cannabis häufig zur Rauscherzeugung konsumiert wird, hat die Medizin es auch als Heilmittel entdeckt. Cannabis ist der lateinische Begriff für Hanf. Seit Jahrtausenden nutzen Menschen diese Pflanze. Aus den Fasern stellt man Seile her, aus den Samen Öl. Aus den getrockneten Blüten und Blättern lassen sich die Rauschmittel Haschisch und Marihuana gewinnen. Seit einiger Zeit wird die medizinische Wirkung von Cannabis intensiv erforscht. Die medizinischen Wirkungen von Hanf gehen vor allem auf die Inhaltsstoffe Tetrahydrocannabinol, also das THC, und Cannabidiol CBD zurück. THC wirkt berauschend, auch entspannend und es kann Brechreiz dämpfen. CBD wirkt angstlösend und kann Entzündungen hemmen. Seit 2017 übernehmen die gesetzlichen Krankenkassen in bestimmten Fällen die Kosten für Cannabis-Arzneimittel. Dafür gelten allerdings strenge Voraussetzungen. Es liegt eine schwere Erkrankung vor. Eine anerkannte medizinische Behandlung steht nicht zur Verfügung oder ist nach ärztlicher Einschätzung nicht möglich. Es gibt eine nicht ganz entfernt liegende Aussicht, dass sich der Krankheitsverlauf oder starke Beschwerden spürbar bessern. Ob diese Voraussetzungen gegeben sind, beurteilt Ihr Arzt oder Ihre Ärztin. Vor der ersten Verordnung müssen Sie bei Ihrer Krankenkasse eine Genehmigung holen. Dann erhalten Sie in der Arztpraxis ein sogenanntes Betäubungsmittelrezept. Unter anderem bei folgenden Krankheiten oder Beschwerden wurde Cannabis wissenschaftlich untersucht: dauerhafte chronische Schmerzen, Muskelkrämpfe bei Multipler Sklerose oder Lähmung der Beine, Übelkeit und Erbrechen zum Beispiel als Folge einer Chemotherapie. Ob Cannabis bei diesen Beschwerden für Sie in Betracht kommt, hängt davon ab, welche anderen Behandlungen möglich wären und ob das Risiko für Nebenwirkungen vertretbar erscheint. Thank you.
Cannabis erhalten Sie meist zusätzlich zu den Medikamenten, die Sie bereits sowieso einnehmen, nicht stattdessen. Bislang gibt es nicht genügend gute Studien, sodass man nicht sicher beurteilen kann, wie wirksam Cannabis eigentlich ist. Bei dauerhaften Schmerzen, bei Muskelkrämpfen und bei Übelkeit legen Studien nahe, dass THC-haltige Medikamente die Beschwerden lindern können. Allerdings war die beobachtete Wirkung dabei meist eher gering. Zu den häufigsten Nebenwirkungen von Cannabis gehören Müdigkeit und Konzentrationsschwäche. Außerdem kann es zu Stimmungsschwankungen, zu Schwindel, zu Mundtrockenheit, trockenen Augen, zur Muskelschwäche, zu gesteigertem Appetit, Herzrasen, plötzlichem Blutdruckabfall und auch Herzbeschwerden kommen. Cannabis erhöht zusätzlich das Risiko, psychisch krank zu werden und Wahnvorstellungen zu entwickeln, sogenannte Psychosen. Etwa jeder dritte Patient bricht die dauerhafte Behandlung wegen der Nebenwirkungen ab. Wer über längere Zeit Cannabis einnimmt, wird unempfindlich gegenüber vielen seiner Wirkstoffe. Man spricht von Toleranz. Wer Cannabis dann plötzlich absetzt, kann auch Entzugserscheinungen bekommen. Der Arzt oder die Ärztin kann unterschiedliche Arten von Cannabismitteln verordnen. Als Fertigmedikamente in der Apotheke, als Kapseln bzw. als Mundspray. Cannabis kann bei schweren Krankheiten verordnet werden. Voraussetzung ist, dass andere Behandlungen nicht zur Verfügung stehen oder nicht möglich sind. Außerdem muss nach ärztlicher Einschätzung die Chance bestehen, dass sich die Beschwerden durch Cannabis auch tatsächlich verbessern. Sie erhalten Cannabis meist zusätzlich zu Ihren bestehenden Medikamenten. Ich freue mich, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder zusehen und wünsche Ihnen eine gesunde Woche.